Es ist Frühling in Berlin. Und wie jeden Samstag Markt am Winterfeldplatz. Und da ist Christian Lindner. Alle kennen ihn, den Bauer Lindner. Seit 30 Jahren steht er hier und verkauft seine Bioprodukte. Das ist Ihre Probe. Sein Mitarbeiter Bernhard brät die legendären Lammwürste, die den Stand berühmt gemacht haben. Christian hätte allen Grund, kürzer zu treten. Immerhin ist er schon 64. Wäre da nicht sein lebenslanger Traum? Der Traum von Afrika. Christian geht es nicht um Sonne, Meer und Palmenstrände. Er will etwas anderes. In meinem Leben bislang habe ich sehr, sehr vielen Leuten geholfen. Und ich möchte ganz gerne ein wenig gegen diese verfluchte Globalisierung anstinken. Nur im ganz, ganz kleinen Teil. Vielleicht macht das ja Schule, wer weiß. Ich möchte ganz gerne in Ghana den Leuten zeigen, was ich hier letztendlich seit 30 Jahren mache. Christians Traum ist es, junge Leute in Ghana auszubilden. Sie sollen lernen, wie man produziert und verkauft. Aber nicht nur Bratwürste. Denn Christian kann auch mehr und macht fast alles selbst. Seinen Senf, die Soßen, Pesto und Kartoffelsalat. Und er verwertet alles, was ihm zwischen die Finger kommt. Im Frühjahr wird daraus Hollersaft und im Herbst der Wein. So, hier, die fallen schon runter, die sind reif. Und wenn sie einmal Frost gekriegt haben, dann ist es Eiswein. Ich habe hier fast über 200 Stauden. Das habe ich vielleicht ein halbes Kilo zusammen. In einer Stunde. In diesem Zustand, wie die Früchte sind, kriege ich vielleicht 20 Liter Wein, mehr kriege ich nicht. Aber dafür mache ich eben halt die Arbeit, dafür bin ich an der Natur, da bin ich, habe ich schön hier zu gucken, kann über andere Dinge nachdenken, wie ich vielleicht was in Ghana mache und kann meinen Marktjob vielleicht manchmal überdenken. Eines Tages tauchte Hanna am Marktstand auf. Sie suchte einen Job. Nach 17 Jahren in Deutschland will sie zurück nach Ghana. Und sie braucht Geld. Und Christian braucht Hilfe für sein Projekt. Aber er kann ja nicht viel zahlen, denn so richtig reich wird man als Markthändler nicht. Ich habe überhaupt gar kein Geld, aber ich werde ja das Geld dadurch schaffen, indem ich einmal meine vielen Töpfe habe und zum anderen dieses Geld dann dementsprechend einsetzen kann, um Leute zu schulen und auszubilden. Die sind schön. So. Hier liegt das Glück für Afrika. Hier hat die Wohlstandsgesellschaft ihre Ware abgegeben. Normal wird das über den Schrotthändler entsorgt. Mit einer schönen Verzierung, goldener Griff. Das sind Leute, die ihre alten Töpfe nicht mehr leiden mögen und ein neues Design haben müssen. Das ist eben die Überflussgesellschaft. Fast 2000 Töpfe hat er gesammelt und zwei Container organisiert aus ehemaligen DDR-Beständen. Der erste soll demnächst laden mit Töpfen und Besteck nach Ghana geschickt werden. Dort will Christian alles verkaufen und mit dem Erlös
das Hilfsprojekt starten. Wo hast du die? Die habe ich von WMF geholt. Alle. Hier, guck mal, eine schöne Zange. Eine Zuckerzange. So, ich bin zu Christian gegangen in Neuendorfstadt. Da habe ich gesagt, ich komme aus Ghana. Kann ich bei dir Ausbildung machen, lernen von dir? Dann hat er gesagt, oh, ich war in Ghana vor 2 Jahren. Und so. Ich will auch nach Ghana gehen. Ich habe Topf gesammelt. Und dann hat hier mich gezeigt, die ganzen Topf. Da habe ich gesagt, oh mein Gott, der Mann ist verrückt. Viele Topf. Wie hast du alles gesammelt hier? Auf Töpfejagd. Ein großer Haushaltswarenhersteller zahlt seinen Kunden 10 Euro für jeden zurückgebrachten alten Topf beim Kauf eines neuen. Das alte Geschirr, manches völlig unbenutzt, bekommt Christian. Das ist das Resultat von 2 Wochen. Schön. Reicht das? Ja, das reicht. So. Nagelneuer Topf. Eine Kundin ist zu mir auf den Markt gekommen und hat gesagt, Mensch, hier ist ein Zettel von WMF. Versuch doch da mal die Töpfe zu kriegen. So, dann habe ich mir diesen Zettel durchgelesen und habe angerufen, habe dann mein Manuskript vorgelegt, was ich mit den Töpfen machen werde, dass ich die in Ghana verkaufen werde und damit das Projekt in Gang schieben werde. Dann wurde meine Scheune voll. Dann wurde ein Raum nebenan voll. Guten Tag. Hallo, ich bin der Bauer Lindner. Ja, wollte ein paar Pötter abholen. Ja, tschüss dann, ja? Jo. Tschüss. Sind sogar noch. Schön. Wären sogar noch brauchbare dabei. Neu. 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 Da ist richtig was zusammengekommen, ja. Ja. So. Ich habe überhaupt gar nicht mehr so viel erwartet. Ich habe gedacht, dass irgendwann ebbt das doch wohl endlich ab, aber es ebbt nicht ab. Das ist eine, ja, wie war das in Haufs Märchen? Mit dem Brei, der immer mehr wurde. Das ist hier ähnlich. Die Pötte, die werden immer mehr. Topfernte hat sich heute gelohnt. Wenn die WMF-Leute weiterhin so fleißig sind, werde ich bis zum August meine Container voll haben. Es ist der 16. Juni. Christian will zunächst ohne Container nach Ghana reisen, um herauszufinden, ob seine Idee überhaupt Afrika-tauglich ist. Ein paar Töpfe und tiefgefrorene Würste müssen schon mal mit. Töpfe werden als Versuch mitgenommen, ob sie gut verkäuflich sind oder nicht. Das klappert dann nachher. Hanna hat ja nun erzählt, dass die sehr gut zu verkaufen sind, auch vor ihrer eigenen Tür. Und das soll damit erstmal ausprobiert werden. So habe ich die Töpfe auch als Stauraum.
Das sind 1, 4, 5, 10 Packungen. Das sind 70 Bratwürste. Das sind 7 Kilo. So, dann muss ich gucken, wie man das am besten macht. Ich bin totaler Optimist. Ich habe in meinem Leben aus vielen Rückschlägen immer wieder das Gute rausgeholt. Und so werde ich auch woanders dann ans Werk gehen und werde dann auch meine Wünsche, die gehen dann einfach in Erfüllung. Mit und ohne Hindernissen. Bisschen bin ich aufgeregt. Ja, es geht ja neuer Abschnitt. Das ja auch teilweise gar nicht so richtig, weil sie aus ihrem Berliner Kreis und aus ihrem Raum kaum rauskommen. Und weil sie sich auch mit diesen Dingen gar nicht beschäftigen. Die beschäftigen sich mit ihrem Obst und dann mit ihrem, wie plane ich meinen nächsten Urlaub, fahre ich dann nach Mallorca oder fahre ich nach Spanien und weiß wohin. Und dann verkaufen sie wieder ihr Obst. Aber die kümmern sich letztendlich nicht darum, wie es anderen Leuten in der Welt geht. Auf der anderen Seite braucht man doch im Grunde genommen Leute, die ein bisschen ihr Wissen weitergeben. Ich könnte mein Wissen ja auch richtig teuer verkaufen, aber warum soll ich das? So ist es doch wesentlich besser angewandt. Ankunft in Tema, einer großen Hafenstadt, 30 Kilometer von der Hauptstadt Accra entfernt. Hier ist Hanna geboren, hier lebt ihre Familie. Christian geht in ein kleines Hotel gleich in der Nähe. Das ist der erste Morgen in Ghana. Bisschen schwül. Nicht zu heiß. Tja, wer weiß, was passiert. Keine Ahnung. Ich lasse es auf mich zukommen. Aber als allererstes will ich erstmal meine Haare loswerden. Und dazu müssen wir erstmal einen Friseur finden. Na, hallo, Chef. Wer weiß, vielleicht ist der schon bestellt. Der muss gehen, weißt du? Ja? Keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr. Hallo, guten Tag. Hallo. Lässt mir ja vielleicht ein paar Haare drauf. 30 Jahre junger Mann. Die werden ja nicht mehr erkennen bei deinen kleinen neuen doch vielleicht. Yay, Halleluja. Yay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Super, super. Ja, bin in Afrika angekommen jetzt. Wie geht's weiter? Wir werden wir erstmal Hannas Mutter besuchen. Hey, Caio! Caio, utrisu! Mami! Hey, Mami, you are friendly Christian. Me boss, I'm in here, Juma. Auntie Christian. Hey, man, for Jina. Hey, Dada! This is my stepfather. And this is my boss, and he's visiting us in Ghana. Hey, check it out, check it out. Christian, this is my best friend. We've grown up together. She called Nanesi. This is the daughter from my girlfriend, Chiano. Christian.
Überall werde ich vorgestellt als, das ist mein Chef. Und alle Leute verbeugen sich. Und es ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, weil ich mich nie so als Chef fühle, sondern ich habe zwar die Fäden in der Hand, aber mein Gefühl ist ein anderes. Hanna hat überall Freunde, auch eine Markthändlerin, die ihnen helfen kann. So, you see, then I'm watch that again. So, this is the pan, you see. And we are going to bring different ones. So, I wanted to give you for examples ones. Maybe you can put it down here and try it for us. Ja, lass sie hier und dann, okay. Dann werden wir sehen in ein paar Tagen, ob sie noch da sind. Okay. So wie ich das erwartet habe, so ist das. Wir bringen allen Arbeit. Ja. Die Pötte werden geputzt und werden sauber verkauft und dann ist gut. Wie kriegt man einen Container voller Töpfe durch den Zoll in Ghana? Hannas alter Freund George ist dafür genau der Richtige. Er ist Frachtagent. George, it's like that. We have two containers coming from Germany with something like this. They are bought second hand. It's about 5,000 pieces or? Yes. No. Two and a half. It was very difficult for me to give an estimate amount to be taken by the government. I feel like most 1,000 Euro bezahlt, that's 5,000. Und George will sagen, okay, bitte, wir haben nur 500 Euro. Und ich versuche, diesen Mann zu deal, dass wir müssen nicht viel bezahlen. Werden die Bratwürste, die Christian tiefgefroren mitgebracht hat, in Afrika so gut ankommen wie zu Hause am Winterfeldmarkt? Alle Nachbarn von Hannas Mutter sind zum Probieren eingeladen. Where are you coming from? Das ist meine Mutter. Auntie Esther. Wir gehen in andere Seite und dann muss ich organisieren die alles, ne? Wie? Was denn? Hier. Das ist noch nicht organisiert. Steht noch nicht da? Was steht noch nicht da? Der Grill? Der soll nee, ich da muss stehen. Hier fragen. Oh. Ist hier. Wir müssen hier machen. Wie? Hier machen. Nee, das sollte vor dem Haus deiner Mutter sein. Du. Das sollte vor dem Haus deiner Mutter sein. Vorne die Haus meiner Mutter? Ja, da sollte das hinkommen, nicht hier. Dada! Es ist immer anders, als man denkt. Nun soll das hier sein, aber wir wollten das vor dem Haus der Mutter ja machen. Hanna? Keine Hanna. Brot fehlt, Tomatenketchup fehlt, ist nichts organisiert. Tebukese. Media di besido. Ketchup ni weni bread. Ich habe damit gerechnet, dass das alles vorbereitet ist. Dass wir herkommen, Würste auflegen, essen, losfahren. Wir fangen eben mal das Grillen an und dann sind es 3 Stunden. Also mit dieser Zeit muss einfach gerechnet werden. Ja. Afrikanische Minuten, Sekunden gibt es nicht. Minuten selten, aber Stunden, die gibt es reichlich. Aber dieser Grill hier, das ist einfach eine perfekte Improvisation. Das ist von dem Autoreifen die Felge und ein bisschen was dazu geschweißt. Oh, ja. Das geht schon. Das ist schon viel zu heiß. So, wir müssen etwas unter der Dinge haben. Nee, wir machen das auf dem Fußboden. Nee, ich mach da oben. Nein, nichts auf den Tisch. Kommt nicht in Frage, mach ich nicht. Das brennt ab. Aber du kannst nicht so Böden. Wir machen das hier auf dem Fußboden. Nein, oben ist besser. Ich hol mal diese Dinge jetzt. Okay. Anko. Das ist eben das Gute an dieser Bratwurst, dass
dass sie auch tausende von Kilometern übersteht. So, mach mal eine hier, Chef. Okay. Do you like ketchup? Only bread. Da haben wir viel zu wenig mit. Aber das hätte der Check-in nicht überstanden. Heute war ein richtig erfolgreicher Tag. Jetzt hat meine Bratwurst den ghanesischen Stempel. Und jetzt werden wir die ghanesischen Gewürze werden wir der einblasen. Ein paar Tage später wollen sie herausfinden, ob die Markthändlerin die drei überlassenen Töpfe gut verkaufen konnte. Yes, the pot was sold at 40 Ghana cedis. Oh, thank you. But I miss school. Das ist zu wenig. Und dafür können wir nicht transportieren. Bei mir liegen 1,50 bis 2,15 auf jedem Topf an Kosten. Durch die Einsammelei, durch meine Zeit, die ich da verbracht habe. Also das muss ich auf jeden Fall rauskriegen. Und das kriege ich ja nicht raus. Und die waren total in Ordnung. Die haben wir zu Hause ausgepackt aus der Folie und haben sie mit hier. Dann habe ich sie in meine Koffer gepackt und fertig. Die waren alle nagelneu. Töpfe müssen einfach mehr einbringen, damit genug Geld für das Hilfsprojekt übrig ist. Was kosten überhaupt neue Töpfe in Ghana? Die ganze. Ja. Mhm. 10. Nein, das ist nicht 2 Tenen, das ist neue, das alle. Ist neu. Alle sind neue. So, und das hier hat sie gesagt, das ist von London. 1, 2, 3, 4 für 200 Euro. 50 from Euro. London. 50 Euro pro Pot. Ja, pro Pot. 25 Cedi, das sind 12 Euro, kostet ein 5er-Set billiger Alutöpfe. 50 Euro die teure Importware. Dazwischen muss Christian einen angemessenen Preis finden. Ich gehe von Ghana mit einem guten Gefühl und einem schlechten Gefühl weg. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, es läuft, auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass irgendwelche ungeahnten Schwierigkeiten auftreten. Ich weiß ja, was ich erreichen will. Mut hat mich noch nie verlassen. Und er wird mich ja auch hier nicht verlassen. Im Hafen von Tema warten hunderte Container darauf, verladen zu werden. Im Herbst wird auch Christians Container dort eintreffen, wenn alles gut geht. Noch aber steht der auf seinem Hof. Aua. Und Christian muss erst mal wieder Geld in Deutschland verdienen. Um 3 Uhr morgens aufstehen,
und den Hänger für den Markt beladen. Heute ist kein guter Tag. Von der Spedition gibt es schlechte Nachrichten. Ich habe schon die ganze Nacht nicht richtig geschlafen. Ich bin in Wustermarkt gewesen, in diesem kleinen Hafen, und habe mir eine Auskunft geholt, ob der Container überseetüchtig wäre und ob der TÜV bräuchte. Da ist mir eine Auskunft erteilt worden, dass ich, wenn der ACEP drauf hätte, bräuchte der kein TÜV, und darauf habe ich mich verlassen. Das ist alles. Ja, das ist unerwartet. Das ist alles nervig. Scheißwetter. Mittwochs rentiert sich keine zweite Kraft hier. Wenn man die noch bezahlen sollte, dann kann ich diesen Marktstadttag vergessen. Der Markttag beginnt mit sorgenvollen Gedanken. Am Nachmittag hat sich der Prüfer für den Container angesagt. So, das sind Container, die sind hier ehemals aus Ost-Berlin gekommen. Wie lange stehen die hier? Die stehen jetzt 4-5 Jahre hier. Das steht hier, das Datum der Manufaktur, also Herstellungsdatum 92, der halt 87 gebaut, bis 92 hat der TÜV. Und jetzt wird ja nur geprüft, ob der Zustand in Ordnung ist. Mehr macht man ja nicht. Das aufgepoppte Blech, ne? Oder? Ja, das ist raufgepoppt. Das geht nicht. Muss geschweißt werden. Da haben wir noch geschweißt. Ja. Und dann müssen wir uns nachher die Bodengruppe noch anschauen. Ja. Den Kran anheben, ja. Runterschauen, wie er unten aussieht. Ja. Dann könnte man ihnen eine CSC-Plakette erteilen. Wenn jetzt nicht unten drunter Überraschungen sind, ne? Wenn die jetzt hier schon so lange stehen, dann weiß man aber nicht, was da noch unten drunter für Überraschungen auftauchen. Hoffe ich nicht. Die Bäume müssen wir sicherlich ausschneiden, damit wir da mit dem Kran rauskommen, ne? Dass wir den nicht wegreißen. Ja, weil wenn der Köln hat der Platz auf der Seite, dann räume ich das hier an dieser Seite frei. Die sind keine 5 Jahre hier. Die sind 10 Jahre sind sie hier. Die doppelte Zeit. 90 war die Wende.
Ach so, 20. Na gut, um 10 habe ich mich verschätzt. 15. Stimmt, ja, ja. Tja, so verschätzt man sich. Das weiß er auch. So, wie komme ich da jetzt hin? Ist in Ordnung, ne? Ja, ja, wir haben, der stand ja ewig, genauso der andere, der steht ja auch hohl. Ja, ja. Der hat sein Leben. Der hat noch, ja, mir fällt ein Stein vom Herz, ja. Natürlich. Jetzt bin ich, fühle ich mich ein bisschen freier. Die laufen noch 20 Jahre, die Container. Das muss man sich mal vorstellen. Vorher macht man sich Sorgen, dass die überhaupt noch ein Jahr laufen oder überhaupt laufen. Ein paar Tage später hämmern, schleifen, schweißen. Dann ist der Container repariert und sie ist endlich dran, die heiß ersehnte Prüfplakette. Deutsche Demokratische Republik, die endet nur in Ghana. Alle Töpfe sind verstaut. Es kann losgehen. Auf nach Ghana. Zwei Jahre habe ich jetzt in dieses Projekt gesteckt. Bammel habe ich nicht, weil der Container ist da und wovor ich ein bisschen Bammel habe, ist, ich weiß nicht, was finanziell auf mich zukommt. Ob es nur 1.000 Euro sind oder 2.000 Euro sind, das weiß ich nicht. Ich habe eine kleine Reserve noch, eine winzige Reserve. Ja, das wird spannend, aber so ist mein ganzes Leben. Improvisation an allen Ecken und Enden. Mein eigener Betrieb ist nicht anständig aufgeräumt, da fahre ich nach Afrika und fange ein neues Projekt an. Ja. Aber so ist das. Ich mache jetzt 30 Jahre Marktgeschäft, jetzt muss ich mal was anderes machen. Jetzt muss ich mal raus. Anstatt, jetzt muss ich was Neues anfangen, was Hilfe bringt. Oh Gott. Der Container ist heil vor dem Haus von Hannas Schwester gelandet und Christian muss zahlen. Umgerechnet 1.000 Euro Zoll, 200 für den Frachtagenten, ein paar hundert irgendwie dazu und jetzt nochmal 300 für den LKW und den Gabelstapler. Von der Verschiffung in Deutschland ganz zu schweigen. Diese Kosten und dieser ganze Kram, das ist mir vollkommen egal. Ich will einfach... wollte den Container herkriegen und den habe ich hergekriegt. Und das ist gut. Aber du warst sehr clever, du. Sehr clever. Du bist ein clever Mann. Prost, selbstgemachter schöner Wein. Ananaswein. Musik.
Ja. Nee, die Gummi. Dafür bin ich 2 Jahre gefahren. Jede Woche zu den WMF-Geschäften. Dann haben die angerufen, dann haben die gesagt, Herr Lindner, wir gehen in den Töpfen und da holen Sie die bitte ab. Und hier sind sie halt sehr gut aufgehoben. Die ersten Interessenten tauchen auf. Die guten Töpfe gehen schnell weg. Für gutes Geld. 12, 12. So hat die Musche. Aber 5, 2. Okay, warte. Okay, 150. Okay, thank you. Thank you, Davi. Chef. Wir leben wie die Maden im Speck in Deutschland. Und dann wird sowas halt weggeschmissen oder wird weggegeben. Und ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist oder was da drin steckt. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie immer noch zu viel Geld. Keine Ahnung. Leute, die übersatt sind. Die sind einfach satt, die Leute. Richtig satt. Und die schmeißen sowas weg. Das ist noch nicht mal gebraucht, das Zeug. Christian, verkaufst du dein Bett? Nee. Das ist alles, fast alles nagelneues Besteck. Das alles. Nur weil die Leute dafür ein paar Piepen kriegen, tauschen sie das ein. Und von den Besteckteilen gibt es Tausende. Selbst wenn jede Gabel, jeder Löffel, jedes Messer nur einen halben CD bringt, ist damit schon ein wesentlicher Teil der Frachtkosten gedeckt. Das heißt, jetzt kann es losgehen mit dem eigentlichen Projekt. Die Maschinen waren im Container, aber es fehlen noch Schüsseln, Schneidebretter und vor allem der Arbeitstisch. Sägewerk auf Afrikanisch. Und das ist lange Jahre geübt, dass das auch gerade wird. Ist toll. Einfach toll. Und dann musst du ein bisschen hoch und runter machen, damit das da hinten in den anderen reingreift. So schief. Wenn das kaputt ist, kannst du das Ding wegschmeißen. Die ersten Schüler sind Hannah, ihre Schwester Becky und Freunde aus der Nachbarschaft. Sie müssen erst mal selber lernen, um später andere ausbilden zu können. Kannst du einen in den anderen drüber kippen jetzt. Und jetzt muss das durchgemengt werden. Okay. So, dieses Durchmengen, du musst das dann mit übersetzen. Alles gut hier. Folgen genau den Anweisungen. And then you build a football. No football, football. No, no. That's English football. Aha. You can play with my staff. Yes, she rob a makoti. Oh. Oh, damn. Your brother gino. Your brother gino kan na mekan. Hier ist eine Naht, ne? Ja. Und immer die Naht gerade und keine Luft drin. Ja. Ah, okay.
das ist dein. Papa, schön. So, ich danke. Komm, ich mach das mal erstmal selber. Ich muss das selber. So weiter. Dollar. Minjan. Darf ich mitmachen, dass du? Ich mach das jetzt Pi mal Auge. Ich weiß nicht, ob das grammmäßig hinhaut. Wie? Ja, ich bin dir. Los. Nicht so fest. Ja. Das ist schon schön, wenn man von der Arbeit einfach weggedrängelt wird. Die Vicky hat mich einfach fortgedrängelt. Da konnte ich auch gar nichts gegen unternehmen. Sondern sie schob mich einfach beiseite und machte das allein. Aber ich habe gewusst, dass das eines Tages seine Wirklichkeit erfüllt, dass ich mal in Afrika stehe und Bratwurst mache und Leute anlerne. So, dieses Ziel habe ich heute erreicht. Ich habe zu Anfang mal gesagt, dass ich noch nicht stolz bin. Heute kann ich stolz sein. Heute bin ich stolz. Der erste Schritt ist gemacht. Wenn Christian drei Wochen später nach Deutschland zurückkehrt, sind zwei Drittel der Töpfe verkauft. Und ein paar hundert Würste haben seine Schüler auch schon fabriziert. Bitte sehr. Danke. Und 20 Cent zurück. Bitte sehr. Danke. Seit Montag bin ich wieder hier und mache halblang. Ob ich glücklich bin oder ich bin zufrieden, dass ich alles das, was ich so im Kopf hatte, dass das mit einem einzigen Mal so geklappt hat. So. So, was kann ich für euch tun? Vielleicht ein bisschen klein schneiden für den Kleinen. Und Senf auch noch? Gerne. So, einmal. Sie haben die Glück auch. Wenn Mama sitzt.